Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem letzten Video in der Chakra-Reihe. Ich möchte euch heute noch zeigen, welche Bücher und CDs ich so nutze, was ich so gut finde, wenn man sich so ein bisschen näher mit dem Thema gerne auseinandersetzen möchte. Und wir starten mal mit dem Buch, was ich am häufigsten zur Hand nehme tatsächlich. Und das ist dieses hier. Das ist das Chakra-Praxis-Buch von, ich kann die Namen sowieso nicht aussprechen, ich zeige es euch einfach mal. Die Bücher verlinke ich euch sowieso unten in der Infobox. Spirituelle Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft aus dem Irisiana Verlag. Das ist auch ein bisschen was dicker und das ist auch ein Hardcover. Ich zeige euch dann noch eine minimalistischere Version davon. Aber das ist tatsächlich mein liebstes Buch, wo ich auch am häufigsten reinschaue. Was auch bei mir so offen rumsteht, weil ich es immer mal wieder zur Hand nehme. Und es ist optisch halt wunderschön. Und das enthält ganz, ganz viele praktische Übungen. So diese Grundlagen, auch so diese theoretischen Grundlagen, die man wissen muss. Ganz, ganz viele tolle Tabellen und Übersichten, wo man mal halt schnell nachschlagen kann. Was für mich halt unglaublich wichtig ist und weswegen ich das eigentlich wirklich so oft dann auch zur Hand nehme. Und da sind auch ganz, ganz viele Tests drin. Also welche Chakren sind bei mir gerade aktiv? Welche Chakren brauchen bei mir gerade Zuwendung? Es ist ein Chakra-Yoga-Programm drin, was super cool ist. Und es ist halt einfach so ganzheitlich und super leicht verständlich. Und wirklich, das versteht man halt auch sehr, sehr gut. Es liest sich sehr, sehr leicht. Es ist sehr praxisnah tatsächlich auch, was man so wirklich im Alltag dann tatsächlich auch praktiziert, was ihr ja im Vlog auch gesehen habt. Was ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema fand, was ich ja für euch so ein bisschen versucht habe, in Kurzform wiederzugeben, ist halt so diese Chakra-Entwicklung, also beim Fötus und auch beim Kind und beim Erwachsenen dann weiter. Und deswegen ist das tatsächlich mein liebstes Buch und das, wo ich auch immer mal wieder nachschlage, wenn ich gerade so denke, okay, das und das ist vielleicht gerade aktuell, welches Chakra ist es zum Beispiel oder welches Öl brauche ich nochmal für dieses oder jenes Chakra, dann benutze ich am liebsten das hier. Wenn es jetzt was Kleineres sein soll, dann habe ich, da habe ich dieses hier noch. Das ist das Chakra-Handbuch. Ich lese euch die Autoren wieder nicht vor. Das wurde mir tatsächlich von Maren auch als allererstes Buch empfohlen. Das ist aus dem Windpferd Verlag. Auch das verlinke ich euch unten. Und das ist natürlich wesentlich kleiner. Es ist ein Taschenbuch, es ist auch leichter. Ist vielleicht auch sehr gut geeignet, wenn man sich halt jetzt nicht so einen riesen Klopper hinlegen möchte. Das ist aber allerdings tatsächlich ein bisschen schwieriger geschrieben. Also hier muss ich mich wesentlich mehr drauf konzentrieren, das zu lesen, als bei dem anderen Buch. Ist trotzdem leicht verständlich, aber hier muss ich mich schon manchmal arg konzentrieren, aber es enthält wirklich auch sehr, sehr tolle Informationen. Es hat, ist zum Beispiel so ein Kapitel, wie es überhaupt dazu kommt, dass Chakren blockiert sind. Das fand ich auch super interessant und man bekommt wirklich nochmal sehr viele Hintergrundinfos, die man jetzt vielleicht im großen Buch so gar nicht so intensiv auch bekommt und ist daher auch so ein sehr, sehr kompaktes Nachschlagewerk. Also dafür, dass es so klein ist, hat man hier auch nochmal sehr, sehr viele Sachen, die man nachlesen kann, was auch sehr, 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 sehr toll ist. Dann habe ich etwas, das habt ihr in meinem Vlog auch schon gesehen. Und zwar ist das mein Übungskarten-Set. Da sind 56 Übungskarten drin. Ist auch aus dem Irisiana Verlag. Und da ist ja so ein kleines Büchlein noch dabei, wo man auch theoretisch, also ich nutze es wirklich sehr, sehr selten, das Buch, aber da kann man nochmal jedes Chakra und so zum Beispiel nachlesen, auch die verschiedenen Yoga-Übungen, die man ja dann auch auf den Karten findet. Deswegen ist das nicht ganz schlecht. Und das mache ich ja tatsächlich so, dass ich hier jeden Tag eine Tageskarte ziehe. Und da gehe ich ganz nach Gefühl und ziehe dann irgendwo. Und ich bin echt ein Mensch, ich glaube an sowas nicht, aber es passiert tatsächlich. Ich hatte euch erzählt, dass ich gerade sehr stark an meinem ersten und zweiten Chakra arbeite, weil das bei meiner Chakra-Lesung rauskam. Und ich ziehe tatsächlich seit 3 Tagen das erste Chakra. Ich kann es nicht erklären, aber es ist tatsächlich so. Das ist wieder mal eines dieser Dinge, wo man sagt, man muss es einfach selbst erlebt haben. Und ich ziehe tatsächlich seit 3 Tagen das erste Chakra, was ja auch das Chakra ist, was gerade meine größte Aufmerksamkeit braucht. Also ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch. Ist dadurch natürlich auch sehr, sehr
übersichtlich, aber auch sehr, sehr vielseitig natürlich in seiner Anwendung. Also ich nutze es halt wirklich dafür, um mir hier jeden Tag eine Tageskarte zu ziehen. Aber kann man natürlich auch auf andere Art und Weise nutzen. Also es ist halt super gut, um es einfach mal kennenzulernen, um sich ganz in Ruhe so vorsichtig mit dem Thema auch ein bisschen auseinanderzusetzen, um die Chakren zu aktivieren, um sie zu harmonisieren. Man kann hier auch ganze Programme quasi machen zur Stärkung der einzelnen Chakren mit diesem Set. Das ist dann alles auch nochmal in dem Buch erklärt, wie man da jetzt zum Beispiel vorgehen könnte. Und was auf den Karten immer drauf ist, ist immer eine Yoga-Übung, Atemübungen sind drauf, die Mudras, die Mantras, Meditationen zum Teil, Zahlen, Symbole. Also das ist auch wirklich was, so für den Einstieg finde ich das auch richtig gut, um sich einfach mal so ganz spielerisch ein bisschen mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Da hat mir das auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und zum Schluss zeige ich euch gerne noch meine Chakra-Meditations-CD. Also die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Würde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Und das sind meditative Visualisierungsübungen. Also das heißt, man visualisiert dann immer den Sitz des Chakras und auch die entsprechende Farbe dazu und bekommt währenddessen ganz, ganz tolle positive Affirmationen damit. Das reinigt so ein bisschen, das energetisiert, das harmonisiert und sollte man natürlich regelmäßig ausüben, was ich tatsächlich mache. Also insgesamt hat es eine Laufzeit von 45 Minuten. Es sind zwei Meditationen und man durchläuft alle Chakren nur, wenn man beide Meditationen macht. Also eine Meditation umfasst nicht alle Chakren und eine Meditation geht halt dann so um die 20 Minuten. Das ist absolut in den Alltag integrierbar und ich mache es dann tatsächlich so, dass ich einmal die Woche beide Meditationen durchlaufe. Das heißt, den einen Tag die eine Meditation und den anderen Tag die andere Meditation, dass ich halt innerhalb einer Woche alle Chakren mal mit dieser Meditation einfach harmonisiert habe. Und wenn man das wirklich dann so regelmäßig macht, dann aktiviert man natürlich seine Selbstheilungskräfte, was für uns als Mamas ja immer sehr, sehr hilfreich ist. Aber natürlich hat es auch was mit dem spirituellen Wachstum zu tun, was ja auch gerade bei mir ein großes Thema auch im Moment ist. Und es hilft einfach auch so zum inneren Gleichgewicht zu kommen. Genau, also das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Es gibt aber auch hier auf YouTube geführte Meditation, Chakra-Meditation. Die mag ich tatsächlich lieber, hat allerdings einfach nur was damit zu tun, dass ich die es auf YouTube gibt, entweder stört mich die Musik oder die Lautstärke oder die Stimme oder. Mit denen arbeite ich einfach nicht regelmäßig, sondern dann lieber regelmäßig mit der. Also alles, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Wenn euch da was interessiert, schaut es euch gerne mal an und tastet euch vielleicht so langsam vor. Vielleicht wollt ihr erstmal eins der Bücher lesen, um euch zu informieren. Vielleicht wollt ihr mit dem Kartenset starten, um es einfach auf der praktischen Ebene auszuprobieren. Oder ihr wollt einfach mal mit dieser Meditation starten, wie ihr mögt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Chakra-Reihe hat euch sehr gefallen. Und jetzt hier nochmal, wie schon damals im Teaser angesprochen, die Frage, wollt ihr 2019 eine Chakra-Challenge? Dass wir uns immer mehrere Tage mit einem Chakra beschäftigen, dass wir verschiedene Übungen da machen, dass ich euch nochmal jedes Chakra ganz speziell vorstelle. Habt ihr da Lust drauf? Dann schreibt das jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!